Trainingsweltmeister gibt's viele, echte nur ein. Einen wunderschönen guten Tag von des Eisensports. Das ist wieder der Starkweltmann aus dem Internet. Aber heute möchte ich mal über ein Thema sprechen mit euch. Nämlich, warum Wettkampf und Training immer ganz schwer miteinander zu vergleichen ist. Ihr kennt bestimmt diesen wunderbaren Spruch, Trainingsweltmeister gibt's viele, echte nur ein. Und genau darauf möchte ich mal Bezug nehmen, denn gerade hier auf YouTube oder Instagram, Social Media ist ja immer ganz, ganz groß, wenn fabelhafte Trainingsleistungen erstellt werden und so weiter. Und dann wird sofort verglichen. In der Rekordliste vom BVDK, da hättest du den deutschen Rekord gedrückt. Oder in der Liste, da hättest du die höchste deutsche Last gedrückt und hast du nicht gesehen. Ja, das stimmt. Mit Sicherheit. Also ich sag mal so, ich glaube, laut Open Powerlifting sind irgendwie 272,5 momentan noch auf dem richtigen, echten Wettkampf das höchste, was mal gedrückt wurde. Was man auch wirklich dann hier mit Ablage, also mit einer Pause auf der Brust und halt wirklich komplett vernünftiger Ablauf und so weiter gewertet hat. Ja, das ist korrekt. Aber das war halt auch in einem Wettkampf, ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Und selbst wenn ich jetzt 275 im Training drücke, dann ist das super. Aber es ist halt kein Rekord. Ne? Und ich brauche mich auch nicht mit diesem Rekord vergleichen, weil, da gehe ich jetzt gleich drauf ein, im Wettkampf ist halt eine ganz andere Basis als Training. Und das ist immer sehr, sehr schwer zu vergleichen. Und die Leute verstehen das auch nicht. Weil es ist einfach so, bei einem Wettkampf habe ich bestimmte Sachen, die mich einschränken. Zum einen ist der Zeitplan. Also generell ist schon mal der Tag, ne, ist vorgegeben. Es ist Tag X. Ich muss an diesem Tag Leistung bringen. Ne? Da kann ich nicht einfach sagen, heute hat es sich gut geklappt, mache ich morgen oder übermorgen nochmal. Nein, nur an diesem einen Tag, das ist schon mal Punkt 1. Zu der Zeit, wie der Zeitplan es vorgibt, ne, unter den Umständen, wie der Wettkampf ausgerechnet ist, das heißt Warm-up-Situation, Aufregung, Anfahrt und so weiter, kommt da alles on top. Und man hat auch nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen. Ne, meistens 3, es gibt auch Verbände, die machen 4 Versuche, aber maximal diese 4 Versuche habe ich, um diese Leistung zu erbringen. Da kann ich nicht sagen, oh, der war jetzt nicht so gut, das mache ich nochmal. Ich warte jetzt mal 10 Minuten und gehe nochmal ran. Auch das, die Pausenzeiten sind auch vorgegeben. Ne, es gibt eine Reihenfolge. Ne? Wenn 1, 2 Athleten ausfallen, muss man auf einmal 2 Minuten, 3 Minuten früher ran, als man eigentlich geplant hatte. Und. Also es ist wirklich komplett anders. ich sag mal jetzt nur so, ja, Bankdrücken nehmen wir jetzt als Beispiel einfach. Die höchste deutsche Last, wie gesagt, hatte ich ja gerade gesagt, 272,5 in einem offiziellen Wettkampf. So, wenn ihr jetzt aber anfangt und sagt, ich habe aber im Training 275 gemacht, das heißt, ich habe quasi, oder ich hätte den deutschen Rekord, dann muss ich allerdings sagen, nee, weil ich habe schon 290 im Training gedrückt und es gibt bestimmt auch noch andere, die vielleicht auch ähnliche Leistungen schon gebracht haben. Und Felix Natschka hat auf dem Graber-Wettkampf, gut, das war Touch and Go, also quasi auch mehr Training, kein richtiger Wettkampfversuch, hat er selber auch zugegeben, ich habe mit ihm gesprochen, hat 300 gemacht. Also wenn, dann müsst ihr euch an diesen Zahlen messen und nicht an den Wettkampfzahlen, weil die könnt ihr nur nehmen, wenn ihr auch einen Wettkampf macht. Also wenn ihr auf einen Wettkampf geht und diesen Rekord offiziell brecht, go for it. Wenn ihr aber sagt, ja, ich habe im Training, aber interessiert keinen. Interessiert mich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie es mit euch geht. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Weil, wie gesagt, eine Wettkampfsituation ist halt ganz anders. Ich habe ja gerade schon so ein paar Faktoren aufgezählt. Ne? Wie gesagt, es ist halt was anderes, ob ich 400 Kilometer zu einer Wettkampfstätte fahre, vielleicht noch an demselben Tag hebe oder vielleicht in einem beschissenen Bett vorher gepennt habe oder ob ich morgens tüdelüdü, schön ausgepennt bis 9 Uhr Zähne, ne? Gut schön gefrühstückt, ausgeruht, erholt, in mein eigenes Gym gehe und dann mit meinem eigenen Equipment, was teilweise ja noch nicht mal kalibriert ist, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, diese Leistung bringe. Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Vor allem, ich kann mir einen Zeitplan dann selber geben, ne, die Zeit vorgeben. Ich kann einfach dann rangehen, wenn ich mich bereit fühle und nicht, wenn der Kampfrichter sagt, Hantel ist beladen, jetzt musst du heben. Jetzt! Ne? Mit den Kommandos, unter diesen Umständen, jetzt! Nicht, wenn du das möchtest. Und das ist halt, vergessen halt viele, dass das einen sehr, sehr großen Unterschied macht. Ne? Und auch gerade so diese Kommandos und Ablagen, ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Heben. Viele sagen immer, ja, ich habe pausiert gedrückt und ich denke mir, wo war denn das pausiert? Und du bist runtergegangen, hast vielleicht eine 10. Sekunde und hast dann wieder gedrückt. Das ist keine Pause.
Und ich habe beim BVDK zum Beispiel schon Pausen gehabt, die waren deutlich über eine Sekunde auf der Brust, bis ich das Presssignal gekriegt habe. Also von daher, ne, lieber mal eine deutliche Pause machen und auch deutlich mal oben auf gestreckten Arm halten, bevor man ablässt, bevor man es wieder ins Reck hängt. Gerade im BVDK oder in ähnlichen Verbänden ist das halt eine ganz, ganz harte Geschichte mit den Pausen, weil die nehmen das halt sehr genau, weil es ist halt auch ein Wettkampf und man will sich ja auch was verdienen und dementsprechend muss man dem auch die Leistung bringen. Und ich habe das jetzt wieder mehrfach halt irgendwo gelesen, mit der Leistung hättest du. Nee, das geht halt nur dann, wenn du auch zu einem Wettkampf fährst. Und deswegen, ich habe ja auch schon mal dieses Video gemacht, du bist kein Powerlifter, wenn du nicht zum Wettkampf fährst. Na eben, du bist auch so gesehen kein Bankdrücker, wenn du nicht zu einem Wettkampf fährst. Du trainierst Bankdrücken, du trainierst Powerlifting, aber du bist kein Bankdrücker und kein Powerlifter, denn dazu gehört der Wettkampf. So. Es ist einfach so. Ihr könnt mich jetzt dafür lieben, ihr könnt mich dafür hassen. That's my opinion. Und wie gesagt, eure, wie gesagt, interessiert mich, schreibt es mal unten rein, aber das ist halt so. Ne? Und ich finde das halt immer schade, dass so gerade im Leistungssport den Leuten das immer abgesprochen wird. So wie Jona, so wie Pascal Stände hier, Sascha Ständebach und Markus Patschke und so weiter, das sind so tolle Athleten. Und dann wird immer gesagt, ja, mit der Leistung hättest du den geschlagen. Nein, hättest du nicht, weil du warst nicht da. Ganz einfach, du warst nicht da. Du stellst dich nicht der Herausforderung des Wettkampfs und diesen ganzen Einschränkungen, die damit einhergehen. Und solange ist deine Leistung zwar stark, aber auch nicht viel mehr wert als, ja, sie ist stark, aber das ist halt keine Wettkampfleistung. Ein Wettkampf ist halt immer noch mal sehr, sehr einschränkend. Deswegen. Gut, sehr gutes Beispiel zum Beispiel, kann ich noch kurz anbringen, ist Leonidas. Ihr feiert ja alle Leonidas, ne? Viele auf jeden Fall. Ne? Und ich kriege auch immer genug Hate ab, wenn ich irgendwas gegen Leonidas sage. Deswegen freue ich mich schon drauf auf die ganzen Kommentare. Der drückt im Training 270. Hat auch schon 280 probiert. Und ich denke mir so, ja, das ist stark. Aber mit gewickelten Ellbogen, mit dem Arsch nach oben, ne? Die Füße sonst wo und keine Ahnung. Und das ist aber kein Wettkampf. Das heißt, hat ja einen Grund, dass er 2,70 im Training drückt und wenn er einen Bankdrückwettkampf macht, wo er sich an die Regeln halten muss, nur 2,45, 2,50, ne? Dass er dann 20, 30 Kilo teilweise weniger drückt. Hat einen Grund. Und genau das gleiche ist das halt dann auch. Ne? Die Scheiben im Fitnessstudio häufig ungenau, auch gerade Gussscheiben. Ich habe hier Scheiben, die wiegen teilweise ein Kilo weniger, als was draufsteht. Ne? Kalibrierte Scheiben sind genau. Ne? Deswegen benutze ich auch nur diese Wettkampfscheiben, die ich habe. Und in einem Gym oder Home Gym, wo ihr diese Gussscheiben habt und so weiter, wiegt sie mal zum Spaß nach und ihr werdet euch wundern, wenn ihr dann 2,50 zum Beispiel auf eine Hantel geladen habt und am Ende sind es vielleicht nur 2,45, ne, weil an jeder Scheibe ein halbes Kilo fehlt. Wie gesagt, ich habe das hier selber, ne, ich habe eine Scheibe, die wiegt 24,1, obwohl 25 draufsteht. Und das ist halt mehr oder weniger schon der Standard. Also nicht so eine große Abweichung, aber 300, 400 Gramm pro Scheibe sind keine Seltenheit. Dann könnt ihr euch das hochrechnen, wenn ihr 10 Scheiben drauf habt, wie viel da tatsächlich die Hantel wiegt. Und das ist es halt, dieser große Unterschied. Und deswegen amüsiere ich mich manchmal auch so darüber, wenn das nicht mal so hoch gefeiert wird und stilisiert wird. Ja, dann macht Wettkämpfe. Zeigt, dass ihr das tatsächlich an Tag X könnt mit dem richtigen Equipment. Ja, nicht, dass die Leistung ist trotzdem stark, ob das hier 2,45 oder 2,50 sind. Ne? Aber wenn man sich mit einem Rekord vergleichen möchte oder das halt andere auch tun, er hätte, ja dann... Nee, funktioniert in meinen Augen so nicht. So, das war es jetzt aber auch von dem Video. Ich habe mich wieder glorreich amüsiert über die ganzen Sachen. Ich werde jetzt noch ein bisschen für die FIBO trainieren. Da gibt es natürlich auch ein Video von. Und euch wünsche ich auf jeden Fall weiter viel Spaß beim Sport. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Instagram-Kanälen. Schaut meine anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.